und wird der Traum auf der Anlage A. Jetzt der Lauf mit Ivona Dadic, der fünfte von sieben. Es wird schneller und hoffentlich damit auch für die Österreicherin. Sie läuft ganz außen und sie hat hinter sich Anna Maywald, Deutschland, Anna Kasianova, Ukraine, Vanessa Spinola, Brasilien und Jessica Selinka, Kanada. Durchaus möglich, dass Dadic diesen Lauf gewinnt, wenn auch sicher die Außenbahn nicht unbedingt von Vorteil ist. Keine Orientierung, wie die Gegnerinnen ins Rennen starten. Nützt aber eh nichts, sie muss ihr Rennen laufen. Der Plan wäre, so eine 24-2. Bestleistung ist knapp unter 24. In Talence im Herbst ist die 24-4 gelaufen. Selbst mit den 24-4 wäre Ivona Dadic 70 Punkte im Voraus oder im Vorteil. Und jetzt haben wir einen Feldstart. Ganz klar, Jessica Selinka auf der fünften Bahn hat keine Auswirkung, solange es keinen zweiten gibt. Hier sieht man es auch deutlich. Also für Ivona Dadic geht es, den ersten Tag so abzuschließen, dass sie morgen noch eine realistische Chance hat auf das Olympia-Limit von 6.200 Punkten. Das wäre eine bis jetzt von ihr noch nicht erreichte Leistung. Sie ist allerdings wahrscheinlich so gut und fit wie noch nie vorbereitet auf einen Siebenkampf. Den insgesamt 11. in der Karriere. Bis jetzt läuft es sehr zufriedenstellend für die 22-Jährige. Also jetzt alles Gute, Ivona Dadic, für einen erfolgreichen Abschluss des ersten Tags. Gesagt, ist jede Hundertstelsekunde ein Punkt auf oder ab über die 200 Meter. Dadic hält sich einmal Selinka deutlich vom Leib. Jetzt kommen die Läuferinnen innen, vor allem Anna Maywald, die Deutsche, stark. Wann kommt das Finale von Ivona Dadic? Sehr gut, ja, noch ein paar Meter. Die Zeit ist ja, knapp über 24 und wieder fast eine exakte Punktlandung. 24-22 inoffizielle Bestzeit. Ich nehme an, die gilt für Maywald. Aber fast gleich auf war Ivona Dadic mit der Deutschen. Dadics österreichischer Rekord steht bei 6.151 Punkten aus Talence. Also 50 Punkte in Summe braucht sie mehr. Und wir werden dann gleich einen Überblick haben. Also Maywald gewinnt knapp vor Dadic. Stark die beiden. Maywald in 24-20. Und Dadic läuft 24-26. Also das sind 600.